Hallo ihr Lieben, in dem heutigen Video möchte ich diesen Bruchterm mit euch kürzen. Und wenn wir kürzen wollen, dann ist das so, wie das jetzt momentan da steht, noch nicht so möglich. Denn kommt ja nicht auf die Idee, hier zu sagen, oh, oben ist ein x-Quadrat, unten ist ein x-Quadrat, die kürze ich raus. Das dürft ihr nämlich nicht machen, weil hier ja Minus und Plusse drin sind. Wir dürfen nur kürzen, wenn wir es irgendwie schaffen, dass da ein Mal dazwischen ist und dann ein x da steht. Und wenn unten auch ein Mal dazwischen ist und dann ein x da ist, dann dürfen wir kürzen. Vorher nicht. Wir müssen also dafür sorgen, dass da irgendwie Produkte stehen. Und das funktioniert zum Beispiel durch Ausklammern. Schauen wir mal, ob in allen Teilen irgendwas drin ist, was wir rausziehen können. Wir untersuchen jetzt erstmal den Zähler. Wie sieht es da aus? Da ist ein x drin, hier ist ein x drin. Super, wir ziehen ein x raus. Falls das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, hier sind ja zwei Teile, wenn hier jetzt zum Beispiel ein y-Quadrat oder so noch gestanden hätte, denkt immer mal noch an die dritte binomische Formel, die würde euch dann da in dem Fall vielleicht auch helfen. Also binomische Formeln generell im Hinterkopf haben, bei zwei Teilen dann an die dritte binomische Formel denken. Hier geht das jetzt nicht, hier können wir einfach nur ein x rausziehen. Machen wir das mal. Aus dem x-Quadrat, wenn ein x weghüpft, dann haben wir nur noch eins von diesen beiden und da hinten bleibt nur die minus 3 übrig, weil dieses x hier ausgeklammert wird. Okay, den Zähler haben wir schon mal abgehakt. Mehr kann man da tatsächlich gar nicht rausziehen, weil da in dem x minus 3, da steckt jetzt wirklich keine Gemeinsamkeit mehr drin. Schauen wir mal unten. Da sind drei Teile mit Plus und Minus verbunden, erinnert an die binomischen Formeln, aber nicht ganz. Hier hinten ist nämlich ein Minus bei der Zahl und das ist nicht die Struktur einer binomischen Formel. Also die hilft uns hier jetzt leider nicht. Aber trotzdem immer drauf achten und gucken, ob es gehen würde. Wenn wir jetzt hier x ausklammern wollten, geht das nicht, weil hier hinten kein x ist. Deswegen müssen wir uns nur noch um die Zahlen kümmern, gucken, ob gemeinsame Faktoren hier drin stecken. Die 2 ist hier drin, die 2 ist da drin und die 2 ist auch in der 24. Na gut, dann klammern wir die 2 einfach mal aus und gucken, wie es dann aussieht. 2 ausgeklammert, da bleibt nur das x-Quadrat übrig. Da die 2 weg, bleibt das x übrig und aus der 24 durch 2 wären dann 12. Okay. Wir würden jetzt gerne kürzen. Geht aber nicht, weil die Teile nicht gleich heißen. Also noch ist da echt nichts drin und wenn die Aufgabe heißt, kürze so weit wie möglich, dann müssen wir halt jetzt noch weitersuchen. In diesem Teil hier kann ja auch noch was drinstecken. Das ist nämlich hier so eine quadratische Form und da können jetzt noch Teile, also Faktoren, drinstecken, die jetzt nicht ganz so einfach zu finden sind. Aber mit den Nullstellen können wir es schaffen, dass wir hier die Faktorzerlegung, so heißt das Ding, Linearfaktorzerlegung, finden können. Schauen wir uns das Teil mal getrennt an und gehen dann nochmal zurück zur Aufgabe gleich. Also x² plus x minus 12 heißt das Ding und das steht jetzt auf der nächsten Seite und das wollen wir jetzt irgendwie in Faktoren zerlegen. Da das hier so eine quadratische Form hat, finden wir eine Zerlegung, die folgendermaßen aussieht. Und zwar findet ihr die immer, wenn es denn Nullstellen gibt. Dann kann man das zerlegen in x minus eine Nullstelle und hier hinten steht auch x minus die zweite Nullstelle. Wenn wir jetzt also Nullstellen finden, können wir diese quadratische Form immer in dieses Produkt hier zerlegen. Und deswegen suchen wir jetzt Nullstellen mit der PQ-Formel oder ABC-Formel, je nachdem, was ihr eben nutzt. Was hätten wir da? Minus p halbe, schreib sie noch einmal hin, für diejenigen, die sie jetzt gerade nicht mehr parat haben. P halbe zum Quadrat minus q. Wir setzen ein. P ist die Zahl vor dem x, also die 1. Dann haben wir ein minus 1 halb da vorne stehen und hier bei dem auch für das p 1 eingesetzt, haben wir ein halb zum Quadrat. Und unser q ist die minus 12, also haben wir hinten minus minus 12, das sind eben plus 12. Wenn wir das jetzt ausrechnen, dann erhalten wir unter der Wurzel 12,25 und das kann man schön ziehen und erhalten dann, wenn wir die Wurzel ziehen, eben 7 halbe. Damit finden wir die erste Nullstelle bei minus 1 halb plus 7 halbe, das sind 6 halbe, also 3.
Und die zweite Nullstelle finden wir bei minus 1/2, minus 7/2, minus 8/2, also minus 4. Das sind unsere beiden Nullstellen und die haben wir gebraucht, denn die können wir jetzt hier oben einsetzen und haben damit dann die Zerlegung gefunden, die wir noch gesucht haben. Die Zerlegung ist also x minus die erste Nullstelle, die heißt 3. Und x minus die zweite Nullstelle, da hätten wir dann minus minus 4, das wird zu plus 4. Und unsere gewünschte Zerlegung ist da. Also statt diesem x² plus x minus 12 können wir dieses Produkt hier schreiben. Und das ist natürlich super gut, denn dann hoffen wir, kürzen zu können. Machen wir das mal. Wir merken uns dieses x minus 3 mal x plus 4 und ersetzen eben diesen Teil da unten damit. Weil so weit waren wir eben. Und jetzt kommt da aber statt dem Teil eben dieses x minus 3 mal x plus 4 hin. Und jetzt können wir kürzen, denn jetzt sind die alle mit einem Mal verbunden und wir können dieses x minus 3 rausstreichen. Dann bleibt wirklich nur noch oben das x und unten die 2 mal x plus 4. Und das war's, mehr geht da jetzt nicht. Man kann jetzt nichts mehr rausziehen, nichts mehr kürzen und ihr seid fertig. Dann hoffe ich, dass euch das geholfen hat. Falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne in den Kommentaren. Ciao!